Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. T-Mobile und SpaceX werden ab 2023 Starlink-Internet für Smartphones anbieten. Und diesen Montag dann, der 29. August, ist es endlich soweit. NASAs Artemis wird zum Mond aufbrechen. Daher heute in den News auch ein Fokus auf diesen Start. Wie der genaue Startablauf ist und worauf du beim Start achten solltest, das klären wir heute. Fangen wir aber erstmal mit den Starts der vergangenen Woche an. Ich hatte einen Langer Marsch 11 Start angekündigt, das war aber falsch. Es war ein Kuaishou 1A Start. Auch diese Rakete ist eine Feststoffrakete, die auf das ballistische Raketenprogramm Chinas zurückgeht. Der Start war am 23. August um 4.36 Uhr MRZ von Xichang aus. Der zweite Start der Woche kam auch aus China. Eine Langer Marsch 2D ist aus Taijiquan gestartet. Startzeit war Mittwoch, der 24. August um 5.01 Uhr MEST. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Starlink-Start von SpaceX bereits erfolgt sein. Gestartet wird von Cape Canaveral und die Startzeit ist angesetzt für 4.22 Uhr MEST. Vielleicht wird der Start aber auch noch verschoben. Aktuell ist das Wetter nur 60% auf Go für den Start. Bevor wir zu den Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, zeig das dem YouTube-Algorithmus doch gerne durch einen Like. Und wenn du weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Wo dir das Abo diesmal ausnahmsweise nicht hilft, ist der Start von Artemis 1. Nicht, weil ich auf den Start keine Lust habe, sondern zusammen mit Cedric von Dr. Watson werde ich den gesamten Start für den Fernsehsender Arte live auf Twitch moderieren. Das ist natürlich eine mega Chance, Menschen außerhalb unserer Raumfahrtbubble für die Rakete zu begeistern. Vorher hatte ich euch ja hier auf YouTube und Twitter per Umfrage abstimmen lassen, ob ihr das cool findet, wenn ich nicht direkt auf Senkrechtstarter moderiere. Und ihr habt mit überwältigender Mehrheit gesagt, ja, ich soll das machen. Vielen Dank für den Zuspruch. Ja, den Link zum frei verfügbaren Twitch-Stream, also ihr könnt den online einfach abrufen, findet ihr unter dem Video. Gern teilen und Werbung dafür machen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir Arte zusammen zeigen können, wie groß das Interesse an Raumfahrtthemen ist. Damit ihr wisst, was euch am Montag bei dem Start erwartet, hier die gesamte Zeitleiste für den 29. August zu Artemis 1. Alle Zeiten sind mitteleuropäische Sommerzeit, also ihr müsst die nicht extra umrechnen, könnt ihr direkt so aufschreiben. Los geht es um 8 Uhr morgens mit dem NASA-Livestream für das Betanken der Rakete. Der richtige Start-Livestream wird aber erst um 12.30 Uhr beginnen. Cedric und ich werden auf dem Twitch-Kanal von Arte um 14 Uhr unseren Stream starten. Das zweistündige Startfenster, in dem ein Start potenziell möglich wäre, öffnet sich um 14.33 Uhr. Neue Rakete, noch nie gestartet, wäre nicht ungewöhnlich, wenn bei der kleinsten Abweichung vom Normal Parametern der Countdown angehalten wird. Also, wenn ihr den Start sehen wollt, plant Zeit ein und rechnet nicht unbedingt mit einem On-Point-Start. Cedric und ich halten aber ganz viel spannende Fakten bereit, um bei einer Startverzögerung für euch die ultimative Artemis-Show abzuziehen. Ab jetzt werde ich keine absolute Zeit nennen, sondern die Zeiten in Bezug zu T-0, also T0, dem Punkt, an dem die Rakete abheben soll. T0 wird eingeleitet durch die Zündung der Feststoffbooster. Aber etwa 6 Sekunden vorher werden bereits die 4 RS-25-Triebwerke gezündet und auf Nennleistung geregelt. Hier könnte noch ohne Probleme abgebrochen werden. Die RS-25, die sind zwar extrem geile Triebwerke und haben auch ordentlich Wumms, aber nicht annähernd genug, um die etwa 3000 Tonnen schwere Rakete vom Startpad wegzuheben. Sollte also etwas nicht stimmen, wird man die Triebwerke einfach ausschalten, runterregeln und dann den Start abbrechen. Wenn hingegen die Triebwerke und die Rakete nominal arbeiten, wird man bei T-0, also T0, die größten flugfähigen Feststoffbooster aller Zeiten zünden. Dann wird es kein Zurück mehr geben, denn Feststoffbooster können prinzipbedingt ja nicht abgeschaltet werden oder im Schub geregelt werden. Ab jetzt heißt es friss oder stirb. Bei T plus 55 Sekunden nach dem Start werden die RS-25-Triebwerke im Schub etwas gedrosselt. Das macht man, da die Atmosphäre noch recht dicht ist und die Rakete schneller beschleunigt, als die Atmosphärendichte mit der Höhe abnimmt. Der Punkt, bei der die maximalen Lasten auf die Rakete wirken, wird dann auch mit Max-Q angesagt werden. Ab hier wird man bei Boeing und vielen anderen Firmen und natürlich auch bei der NASA kurz durchatmen. Die Rakete wird schon mal nicht vom Fahrtwind auseinandergerissen. Nach dem Durchschreiten von Max-Q ab etwa Sekunde 80 im Stream wieder Hable on the Table und Vollschub, um die Gravitationsverluste zu minimieren. Dazu mache ich nochmal mit Ineas ein Video. Etwa 2 Minuten nach T0 werden die RS-25
Triebwerke erneut gedrosselt, um die Rakete auf das Abspringen der Booster vorzubereiten. Ja, ist klar, wenn da dann plötzlich die gewaltige Schubkraft der Booster wegfällt, geht das auf die Befestigungspunkte. Und auch das Abspringen der Booster geht einfach besser, wenn die Sprengbolzen etwas entlastet werden. Vom Abspringen der Booster erwarten euch mit Sicherheit spektakuläre Bilder. Achtet hier unbedingt auf die Feststofftriebwerke, die Booster wie beim Space Shuttle von der Hauptstufe wegdrücken. Die Booster werden hart im Atlantik einschlagen und nicht wie beim Space Shuttle wiederverwendet. Da die Booster mit 5 Segmenten um einiges länger sind als die Space Shuttle Booster, hätte man sonst ein komplett neues Fallschirmsystem entwickeln müssen. Unter uns das Wiederverwenden der Shuttle Booster hat sich nicht wirklich gerechnet. Bei T plus 132 Sekunden nach dem Start, kurz nach der Boostertrennung, regeln die 4 Haupttriebwerke dann wieder auf Vollschub. Die Rakete wird immer schneller und auch die Beschleunigung wird immer größer, da die Rakete ja immer mehr Treibstoff verbraucht und so permanent leichter wird. 3 Minuten 13 Sekunden nach dem Start wird in einer Höhe von etwa 88 Kilometern die Schutzverkleidung des ESM, dem European Service Module, abgesprengt. Der Fahrtwind hätte sonst vorher die Solarpaneele wahrscheinlich einfach abgerissen. Jetzt in fast 90 Kilometern Höhe ist die Atmosphäre dafür aber nicht mehr dicht genug. Kurz darauf wird ähnlich wie bei Apollo das Startabbruchsystem abgesprengt. Das ist im Prinzip eine Feststoffrakete mit Steuerung auf der Rakete obendrauf, die im Notfall das Orion-Raumschiff vom SLS wegbeschleunigen kann. Um es bei Flügen später mit Menschen nicht zu doll werden zu lassen, werden die RS-25 421 Sekunden nach dem Start erneut gedrosselt, ja, um die G-Kräfte zu deckeln. Ohnmächtig werden im Düsenjet und so. Bis kurz vor Stufentrennung werden die Triebwerke dann auf unter 70% ihrer Nennleistung geregelt. Bei T plus 483 Sekunden, das heißt 8 Minuten nach dem Start, ist die riesige Hauptstufe des SLS, immerhin die größte Raketenstufe, die NASA je entwickelt hat, deutlich größer als die mächtige Saturn V Erststufe, ja, leer und wird abgeworfen. Eigentlich ist die Rakete hier schon beinahe auf Orbitalgeschwindigkeit. Damit die erste Stufe aber nicht Langer Marsch 5-Style unkontrolliert auf die Erde fällt, wird der letzte Hupfer von der Oberstufe aufgebracht, um dann die Orbitalgeschwindigkeit zu erreichen. Bei der Stufentrennung ist die Rakete bereits in 157 Kilometern Höhe und wie gesagt fast auf Orbitalgeschwindigkeit. Stufentrennung ist mit T0 der spannendste Moment in einem Raketenstart. Wenn du regelmäßig Senkrechtstarter schaust, weißt du schon, wie unfassbar viele Raketen genau an diesem Punkt scheitern. Sollte die Stufentrennung gelingen, wird das RL-10-2B für den Start vorbereitet. Dafür wird eine zusätzliche Düsenerweiterung ausgefahren, um so nochmal etwas mehr Effizienz aus dem ohnehin schon absurd effizienten RL-10-Triebwerk zu holen. Wenn dann Orbitalgeschwindigkeit auf der Uhr angezeigt wird, ist ein weiterer Meilenstein erreicht. Auch wenn das natürlich nur ein Zwischenschritt zum Mond ist. Für uns Europäer wird es zum ersten Mal besonders spannend ab Minute 16. Denn dann werden die Solarpaneele ausgefahren. Wenn das misslingt, ist die Mission vorbei, weil das Raumschiff dann nicht genug Strom für die gesamte Mission hat. Hier jetzt unter uns ein kleiner Hold. Die Startzeit liegt ja nicht perfekt für die arbeitende Bevölkerung. Aber wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, schaut, dass ihr grob mitbekommt, wann der Start-Countdown bei T-5 Minuten ist. Und schaut ab da dann bis T+16 Minuten. Dann habt ihr definitiv schon so die meisten Highlights vom Start mitgenommen. Aber wir wollen ja zum Mond und noch ist das Orion-Raumschiff mit der SLS-Oberstufe nur in einem eiförmigen niedrigen Erdorbit. Um das Ei ein bisschen schöner zu machen, wird bei T plus 54 Minuten nach dem Start der erdnächste Punkt des Orbits, das sogenannte Perigeum, angehoben. Auf dem Weg zum Mond begeben wir uns aber erst 1,5 Stunden nach dem Start, wenn dann das RL-10 der SLS-Oberstufe ein letztes Mal gezündet wird. Dieses Manöver wird wegen der ein bisschen schwachen Brust vom RL-10 ganze 20 Minuten dauern. Zum Vergleich, der S4B Booster der Saturn V hat das in 6 Minuten geschafft. Aber genug der Häme. Wenn nach der TLI, der Translunar Injection, etwa 1 Stunde 53 Minuten nach dem Start die Stufentrennung von SLS Oberstufe und Orion ESM gelingt, werden wir es endlich sagen können. Artemis 1 befindet sich auf dem Weg zum Mond und das SLS hat seine Aufgabe erfüllt. Für Artemis 1 geht jetzt die Mission aber erst so richtig los. Länger als jede Apollo-Mission und weiter weg wird Artemis 1 sein und dann wertvolle Daten sammeln. Hauptprio natürlich der Test des Hitzeschildes beim Wiedereintritt. Was sonst noch so auf der Agenda von Artemis 1 ist und wie der weitere Weg von Artemis 1 aussehen wird, das erfährst du natürlich auf Senkrechtstarter. Wenn dir meine Startzusammenfassung schon Lust auf mehr gemacht hat, unbedingt in unseren Artestream am Montag auf Twitch reinschauen. Das Artemis-Programm hat als Ziel die Mondlandung, die wird frühestens mit Artemis 3 gelingen. Und im Gegensatz zu Apollo kann das SLS keine Mondlandefähre und Kommandoraumschiff gleichzeitig befördern. Dafür wird das Human Landing System benötigt. Das wird ja von SpaceX im Starship-Programm entwickelt. Hierzu haben wir in einer NASA-Pressekonferenz neue Details bekommen. Die erste Mondlandung des Starships
HLS wird noch ohne Crew und unabhängig von Artemis-Missionen erfolgen und eine Landung demonstrieren. Eventuell auch einen Wiederaufstieg vom Mond, wobei das keine Anforderung an diesen Testflug ist. Weiter wurde auf dieser Pressekonferenz gesagt, dass dieses Starship wohl eher ein dummes Gerippe sein wird als eine vollwertige Landefähre mit Lebenserhaltungssystemen. Das HLS Starship von Artemis 3, das wird dann zwei Personen auf den Mond bringen. Bisher gibt es noch keine Animationen oder Filme von SpaceX, wie das HLS dann wirklich aussehen soll. Vermutlich auch deswegen, weil sich das Starship-Design aktuell noch zu sehr ändert. Und das bringt uns zum Starship und Boca Chica. Dort wurde diese Woche von Elon Musk und dem amerikanischen T-Mobile-Chef eine Überraschungspräsentation vor Starship-Kulisse gehalten. Ab 2023 soll für T-Mobile-Kunden Starlink mit dem Handy nutzbar sein. Man arbeitet daran, die Mobilfunklöcher weltweit auszumerzen. Da ist mir in dem Livestream dann doch erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das technisch überhaupt möglich ist. Die Aussage von Elon Musk und T-Mobile-Chef Mike Sievert war klar. Jedes aktuelle Handy wird in der Lage sein, mit dem gemeinsamen Service zu Starlink Kontakt aufzubauen. So als wäre es einfach ein Funkmast, der halt im Orbit unterwegs ist. Das war dann für mich der nächste Hammer, weil schon länger Gerüchte über Services von Handyherstellern wie Apple kursieren, die mit so einem Premium-Service, so einem Notservice, überteuerte Hardwarepreise wahrscheinlich rechtfertigen könnten. Wenn das nun aber mit aktuellen Handys geht, also mit aktueller Hardware, ja, wird das schon mal kein Kaufgrund für ein neues iPhone. Jetzt muss man relativieren, dass es dabei vorrangig um einen Notservice für Text- und Sprachnachrichten geht. Also ein bisschen wie die Frühphase des mobilen Internets am Handy. Nur eben weltweit, unabhängig davon, wie weit du dich von der Zivilisation entfernst. Das mag für alle 4K-Streamer erstmal enttäuschend klingen, aber dreht das trotzdem nochmal in eurem Kopf. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der Flugzeuge mit Hunderten von Passagieren verloren gehen. Und das wird sich jetzt ändern. Und das wird die Politik und die Gesetzgeber ordentlich vor SpaceX hertreiben. Schließlich wird man immer argumentieren können, so und so viele Menschen sind vermeidbar gestorben, weil ihr mit eurer Bürokratie den Service nicht erlaubt habt. Und ja, das mögen Politiker natürlich gar nicht. Und auf der anderen Seite, jeder, der bisher gegen Starlink wegen Lichtverschmutzung argumentiert hat und wegen Kulturgut, klarer Sternenhimmel, was ja berechtigte Kritik ist, wird sich zukünftig auf die Zunge beißen, weil er sonst Gefahr läuft, dass ihn die Menschen für asozial halten, weil ihm der Sternenhimmel wichtiger ist als seine Mitmenschen. Ist natürlich auch alles ein großer PR-Coup. Trotzdem würde ich mal grob sagen, Starlink-Kritiker, Schachmatt. Das Spiel für Artemis ist am Montag hoffentlich noch nicht vorbei, sondern mit Artemis 1 am Montag, den 29.08. um 14.33 Uhr macht Artemis 1 dann den Auftakt in den Starts der kommenden Woche. Startfenster, wie gesagt, 2 Stunden möglich und noch einmal die Empfehlung zu unserem Livestream auf dem Twitch-Kanal von Arte. Am Mittwoch, den 31. August, startet um 7.30 Uhr MESZ eine SpaceX Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten. Der Stream liegt gut und ich habe gerade wieder richtig Bock auf Raketen-Livestreams. Ja, dann wie gewohnt auf YouTube und bei Senkrechtstarter. Gestartet wird von der Westküste aus der Vandenberg Space Force Station in Kalifornien. Wenn du auch Bock auf Raketenstart-Livestreams hast, ist es super sinnvoll, wenn du neben dem Abo die Glocke anmachst, damit du mitbekommst, wenn ich dann live gehe. Auch am Mittwoch startet um 15.30 Uhr MESZ Blue Origin seine New Shepard auf einen suborbitalen Kurs. Diesmal mit Forschungsnutzlasten, also keine reichen Menschen an Bord. Senkrechtstarter schauen macht, glaube ich, nicht materiell reich, dafür aber reich an Raumfahrtwissen. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie so Raketenstarts eigentlich funktionieren und die beeindruckende Technik dahinter. Die aktuelle Folge der letzten Woche ist ein Interview mit der leitenden Ingenieurin für Subsysteme des European Service Module, das dann mit dem SLS und Artemis zum Mond fliegt. Spannendes Gespräch über Leidenschaft für Raumfahrt und warum sich durchbeißen und dranbleiben lohnt. Und wo wir als nächstes hinfliegen sollten. Das verlinke ich dir hier. Die nächsten Wochen werden weiter voll unter dem Motto Artemis 1 stehen und ich denke, nie war es so angebracht wie heute von unserem Apollo-Moment zu sprechen. Also der Moment, wenn die Menschheit die nächsten großen Sprünge da draußen unternimmt. Ich kann es kaum erwarten, ich feiere das gerade aktuell richtig. Wenn es dir genauso geht, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.